Jo, liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wir befinden uns gerade aktuell im Wald von Firon und sind auf der Suche nach Zelda und sind hier einem komischen Wesen begegnet, das ein bisschen sehr in einer Art Knospe aussieht, wie eine lebende Knospe, keine Ahnung. Wir können auf jeden Fall mit denen sprechen, jetzt wie es aussieht. Wie, du hast mich schon wieder aufgespürt? Wie, du machst ja gar nichts und ärgerlich hast du es ja vorhin den roten Kerlen gezeigt. Mache, das ist mein Name. Danke dir, Bro, dass du Mache gerettet hast. Das hat der Mache dir gar nicht zugetraut. Da fällt mir ein, fällt Mache ein, gerade erst vor kurzem war hier eine, die so ähnlich aussehen wie du. Zelda? War das ja deine Freundin von dir? Das war ganz schön übel. Sie wurde plötzlich von den roten Kerlen angegriffen und ist dann mit unserem Häuptling geflohen. Oh, scheiße. Was ist ganz, ganz schlechte Neuigkeiten hier? Gebe, ich habe neue Informationen zu Zelda. Es scheint, als sei sie von dem Zelda von den Bösen angegriffen worden und nur knapp entkommen. Die Lage ist sehr ernst. Machers Position wurde markiert, okay. Ah, okay, das hat sie die Aura hier aufgespürt. Auch der Häuptling der Q, der gemeinsam mit Zelda geflogen ist, hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% auf die Aura-Suche reagiert. Ich empfehle weiter nach Zellas Auras zu suchen, als ob wir nichts anderes zu tun haben, Fall. So wie ich es sonst hierher gekommen wären. Ah, das hat Macher erschreckt. Du hast schon komische Freunde. Wenn du an deinen Freunden mit unserem Häuptling findest, dann sag ihnen, dass es Macher gut geht. Beide zusammen sind, okay. Alles klar. Okay, da ist auf jeden Fall auch was hier. Ein Bärenstall-Hartmond, nice. Wir müssen den Häuptling finden, okay. Ich glaube, hier war, drin ist ein Herzteil, glaube ich, aber das können wir jetzt aktuell noch nicht holen, leider. Da können wir auf jeden Fall nach oben. Das wird so ein Bärenstall-Hartmond-Dingens. Oh, der ist schon wieder so ein Bock. Ah, ich glaube, die suchen hier auch noch immer nach Zelda, glaube ich. Oh, das war perfekt abgewehrt. Nice. So, komm her, Mann. Hier kann ich in die Sprungattacke machen. Okay, geht. Mit dem Ding echt schwierig. Okay, geht echt. Okay, die geht sehr schwierig mit der Knopfsteuerung. Und da mal schon wieder so ein Ding. Wir schalten auf jeden Fall einige Abkürzungen frei. Okay, wir können auf jeden Fall hier weiter. Oh, unser Schild hat schon Schaden bekommen. Das ist nicht gut. Okay, hier scheint nichts zu sein. Okay. Hier könnte... Hier ist aber auch wieder nichts. Oh, da hinten ist, glaube ich, der Anführer der Q. Wir sind auf jeden Fall noch immer volle Herzen. Oh Gott. Jetzt habe ich da daneben gesprungen bin. Oh Gott. Ich denke mal, im nächsten Part werde ich wahrscheinlich auf die Motion Controller umsteigen. Ich glaube, das ist er wahrscheinlich, oder? Oh, du kennst mich. Ich bin Roybos, der Häuptling der Q. Du hast es tatsächlich geschafft, meine perfekte Tarnung zu durchschauen. Ich bin beeindruckt. Nach Zelda fragen. Was, wer so etwas schafft, hat ein Anliegen. Was ist deines? Nach Zelda fragen. Zelda? Ach, du meinst etwa das Mädchen mit den blonden Haaren, dass die etwas ähnlich sieht? Sie war bei mir. Ich habe gar keinen Kopf für sowas, Mann. Der Wald ist voller Monster und unzähligen zwielichtigen Gestalten. Ich sorge mich um die Angehörigen meines Stammes. Warst du bisher deinem Mitglied meines Stammes begegnet? So, so, mache ich jetzt also gut. Aber noch ist der Wald voller Monster und ich kann hier nicht weg. Tut mir leid, aber drei meiner Gefährten musst du noch finden, um mich zu beruhigen. Okay.
Der Häuptling ist leider noch nicht mehr in Zeldas Nähe, aber ich bin mir sicher, dass er etwas weiß. Wenn du die versteckten Cues suchst, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 85%, dass du von ihm etwas über Zelda erfährst. Okay. Ah, okay, jetzt können wir die Q auch aufspüren. Ich weiß aber noch immer, wo die sind. Das braucht man eigentlich nicht. Okay. So, ich glaube, der erste war nämlich hier noch. An den kann ich mich auch noch erinnern. Da ist wieder eine Fee. Oh. Oh nein, ich kann die Steuerung noch nicht ganz. Warte mal, füllen. Oh. Jawohl. Nice. Wenn wir jetzt sterben sollten oder die uns die Herzen ausgekriegt, werden wir auf jeden Fall automatisch wiederbelebt. Sehr nice. Oh mein Gott, das wird jetzt schwierig werden. Balancieren, okay. Schaukeln. Ah, okay. Schaukeln. Okay, das ist auf jeden Fall... Ist ein bisschen verbessert worden sogar. Die Steuerung, muss ich ehrlich zugeben. Okay, nice. Okay, das ist auf jeden Fall ein neuer Gegner. Und da oben ist ein Q, ich sehe schon. Aber das ist ein neuer Gegner, oder? Was macht denn der da? Ja, was ist das hier für einer? Dies ist ein starker roter Bockblin. Seine Kopfbedeckung zeigt an, dass er der Anführer einer Gruppe von Bockblins ist. Er ist nicht kräftiger als seine Kameraden und ruft Untergebene mit einem Signalhorn zu Hilfe. Okay. Und draufschnetzeln. Oh Gott. Ich hab's fast getroffen. Aber schlag doch hin. So, ausweichen und hinschlagen. Ah, mich hat's geblockt. Ist er down? Ja, er ist down. Jetzt können wir den Q da unten helfen. Uff. Wer ist das hier? Mugi. Du hast die roten Kerle weggeputzt. Bist du etwa einer von den Guten? Er steckt hier fest. Okay. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich den Ding anmachen, oder? Gefei will auch wieder was. Okay. Was? Ja, wir wissen ja, wie es geht, Fei. Wir wissen, wie das geht hier. So, wir müssen dagegen laufen. Richtig auf die Schnauze geflogen. So, drei müssen wir suchen, hat der Häuptling gesagt. So. Aber trotzdem danke. Was? Unser Häuptling hat sich um Mugi gesorgt. Irgendwie rührt das Mugi ja. Mugi, das ist nämlich mein Name. Wir nennen uns alle bei unserem Namen. Das ist viel persönlicher. Sagst du unserem Häuptling, dass es gut geht? Bin noch etwas schwach auf den Beinen, aber es wird schon wieder. Okay, wie können wir jetzt hier weiter? Ach, ich kann wahrscheinlich jetzt hier auch nach oben. Ja, und wie kann ich schwingen? Ah, okay, so. Die Frage ist, ob sich das ausgeht. Uah! Ah, Mist. Ich habe halt leider die Steuerung noch nicht so ganz drauf. Aber ich glaube, so müsste es, glaube ich, gehen. Oh Gott. Der Steuerung. Okay, das war perfekt. Nice. So, eine weitere Abkürzung geholt. So, hier waren wir überall noch gar nicht. Warum ist denn hier so ein komischer Vogel, der was uns angreifen will? Hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Herzteil. Ja, okay, diese Bockblins suchen auf jeden Fall Zelda hier, wie es aussieht. Da haben wir auch noch was. Das ist auf jeden Fall der Anführer. Irgendwo hier war auch noch einer. Ah, da oben ist ein Herzerl, ich sehe es schon. Da oben. Seht ihr das? Da oben ist ein Herzteil hier. Okay, das sieht uns nicht. Ich vergesse immer, dass man hier schlagen muss. Mache ich diesen Fangstoß? Das verstehe ich nicht ganz. Wie man den machen soll.
Hermann, zack. Wir haben jetzt auf jeden Fall jetzt mal das Herzteil. Das haben wir hier. So, das haben sie wirklich besser gemacht, das Balancieren. Das war auf jeden Fall schwieriger, finde ich, auf der Wii-Version. Nice. Wir brauchen noch 3 weitere. 1 können wir auf jeden Fall noch bekommen, was ich weiß, was wohl noch eins ist. So, hier war auch irgendwo einer von diesen Cues. Ich glaube, hier unten war der. Aber wir werden auf jeden Fall vorher noch den anderen holen, weil ich glaube, dann haben wir da nämlich eine Abkürzung direkt gemacht. Hier können wir auf jeden Fall rein. Ah, sind schon wieder diese Bockblins. Fangstoß verstehe ich nicht. Alter, wie die wegmassakriert werden. Ich glaube, da oben war auf jeden Fall einer. Oh, das ist, glaube ich, auch neu. Dass man sich hier so weit umsehen konnte. Ja, genau, hier ist auch einer. Muss ich auf jeden Fall verstecken. So, du hast kein Versteck mehr. So, dann haben wir auf jeden Fall den nächsten, den Senbuli. Du kannst mich doch... Da sucht man mich an so einem tollen Versteck und mich trotzdem gefunden. Mein Name ist Senbuli. Und Senbuli ist fast so in dem Versteck wie unser Häuptling. Hä? Okay. Das wird da nichts zu sagen, alles klar. So, dann gehen wir direkt zum nächsten, würde ich sagen. Der war auf jeden Fall irgendwo da unten. Irgendwo da unten ist der versteckt. So. Irgendwo hier war der. Ich glaube, der war da unten, war der doch, oder? Ja. Aufheben. Komba! Und du. Du darfst mich nicht fressen. Komm, ist nämlich völlig geschmacklos. Renn lieber weg. Was? Unser Häuptling hat sich Sorgen gemacht? Das geht ihm also gut. Mein Name ist Combo. Schön, oder? Sag mal, kannst du unseren Häuptlings anordnen, dass es Combo gut geht? Die Gefahr scheint hier noch nicht vorbei, sondern Combo geht lieber mal wieder auf Tauchstation. So, wir haben alle Cues gefunden. Okay. Wir sollen zum Häuptling zurückkehren. Was? Ja, komm doch keine Angst an, du grüne Vogelscheuche. What the fuck? Größte Gangsterbeleidigung ever. Kann man hier nach oben auch? Ja. Hier können wir auf jeden Fall auch hoch. Was ist das hier für eine Abkürzung? Ah, jetzt sind wir wieder hier, okay. Aber es ist ein schönes Gebiet auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Da ist auf jeden Fall der Häuptling. Aber da ist auch eine Abkürzung bei dem, oder? Ach nee, das hat nur so ausgesehen. Da kann man gar nicht hoch. Ach, das Spiel wird auch in der Nähe von dem Ding automatisch gespeichert, habe ich gerade gesehen. Das ist auf jeden Fall auch cool. So, dann gehen wir auf jeden Fall mal danach zurück zum Häuptling. So, was hat er jetzt zu sagen zu uns? So, allen geht es gut. Das hört man gerne. Vielen Dank, du unermüdlicher Aufstöberer. Dann frage ich dir jetzt als Dank, wo deine Freundin hingegangen ist.
Dieses Welchname-Sender hat gesagt, dass es in den Tempel am Ende des Waldes gehen müsse. Ich habe ja noch versucht, sie davon abzuhalten, aber sie von den Rücken klettert und ab in den Tempel, okay. Also hat er die dorthin gebracht, oder was? Ah, dorthin, oder was? Wenn du dann weitergehst, wirst du auf einen Tempel stoßen. Allerdings wird Emilias dort von Ungeheuern. Nun denn, du hast meine Gefährten aufgespürt, dafür gebührt dir Dank. Einen Moment, Entschuldigung. Oh Scheiße, er will uns zerquetschen. Aber wir bekommen auf jeden Fall das erste wichtige Item. Die Schleuder. Du hast die Schleuder erhalten. Jetzt können wir auf jeden Fall Deko-Körner verschießen. Damit solltest du in der Lage sein, in den Tempel zu gelangen. Nice, sehr cool. Warum versuchst du nicht gleich mal diesen Ringelraken dort anzuvisieren? Drücke irgendwas, bla bla bla. Wenn du keine Munition mehr hast, kannst du die keine dieser Bäume hier aufsammeln. Siehst du, dass du deine Freundin bald findest, mein Kleiner? Ho, 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 ho. Alles klar. Okay, da ist auf jeden Fall auch eine Motion-Steuerung drin. Okay, ich kann mich hierzu. Okay, das ist auf jeden Fall geil. Jetzt können wir auf jeden Fall das auch aktivieren hier. So, das war da hinten, hat er gesagt. Wieder eine Tekorana. So, ich glaube, wir können auf jeden Fall noch kurz vorm Dungeon auf jeden Fall auch noch reingehen. Denn hier ist sonst nichts mehr zu sein. Das ist ein Bockblin. So, wo sind wir jetzt hier? Ich glaube, hier können wir das wieder auffüllen, glaube ich. Ja. Du hast 5 Deko-Körner erhalten. Nice. Ah, hier können wir auch nochmal speichern. Ich freue mich voll in den Fortschritt zu speichern, bevor du Zellen in den Tempel des Waldes folgst. Am Ende des Waldes folgst. Okay. Die Aussichtsplattform. Nice. So. Nice. So, dann können wir hier auf jeden Fall auch direkt weiter. Jetzt können wir wieder schwingen. Oh, hoppla. Also die Steuerung ist wirklich... Ich will nicht die ganze Zeit über die Steuerung lästern, aber... Oh, das war... Mega close. Und ab hinein mit uns. Oh. Wir werden beobachtet. Da war auf jeden Fall jemand. Ah, und da hinten haben wir auch schon von den ersten Tempel. Und wir schalten das nächste Gebiet frei, tief im Wald. Da haben wir auf jeden Fall schon den ersten Tempel auch, wie es aussieht. Der ist auf jeden Fall schon sehr nahe. Oh, da ist wieder so einer. Ich will jetzt mal versuchen, eine Wirbelattacke zu machen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie der geht. Wie soll der hier gehen? Warte mal, den kann ich, glaube ich, abschießen. Aber warte mal, da sind relativ viele Käfer hier. Oh. Oh mein Gott. Ein Bienenlarve erhalten. Okay, das ist auch ein wichtiges Item. Es sind auf jeden Fall mehrere runtergeflogen. Oh, diese Bienen rasten komplett aus. Oh, scheiße. Weg, 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 weg. Da kommt her, Mann. Und die weichen auf jeden Fall gut aus. Oder schon wieder einer. Okay, ich glaube wirklich, dass die auf der Suche nach Zelda sind hier. Den müssen wir auf jeden Fall abschießen. Den müssen wir auf jeden Fall weiter.
Boah, ich will hier nicht runterfliegen, Leute. Da ist schon wieder einer. Oh nein. Ich kann nicht ausweichen. Ah, es kriegt da Free Hits rein hier, der Arsch. Können wir auf jeden Fall gut verarschen hier, die Bocklins. Aber hier können wir auf jeden Fall auch wieder eine Abkürzung freischalten. Nice. Boah, Leute, in diesem Zimmer hier hat's ungelogen, ich glaube 50 Grad. Ich schwitze hier. Das ist unglaublich. Ah, Mist. Wir haben schon wieder Schaden bekommen, unser Schild. Ja, da müssen wir auf jeden Fall rüber. So, rüber mit uns. Okay, was macht der da? Warte mal. Schaukeln? Warte mal, kommt der? Ah, der kommt auch rüber, okay. Ah, ich kann es so auch machen. Warte mal, kann ich den runter? Hä? Hallo? Wieso fliegt der nicht runter? Jetzt ist er runtergeflogen. Alter, das war gerade so close. Das war gerade so knapp. Oh, schneller, schneller, schneller. Da ist schon wieder ein Speicherpoint. Alles klar. Tief im Wald. Aber hier kommen wir, glaube ich, im Laufe der Story, glaube ich, dann sowieso nicht mehr her. Obwohl, oh ja, es gibt ja dann noch einen wichtigen Punkt hier. Und das wäre dieser komische Goro, ne? Okay, dann müssen wir wieder Schwung holen. Hey, schwing doch. Ah, jetzt geht's, okay. Und springen. Oh nein. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall eine Kiste gewesen, habe ich gesehen. 20 Rubinen. Nice. Oh, was ist das? Neuer Gegner wieder. Aber kein Gegner für uns. Hey, da bist du ja wieder. Schön, dich zu sehen. Das kann man, glaube ich, anschmeißen, glaube ich. Genau. Boah, die Animationen haben sie ja auch viel besser gemacht. Wow, das hat aber praktisch gen Himmel gestiegen. Die Kraft in der Schwelle scheint das bewirkt zu haben. Wo er jetzt wohl verschwunden ist, tatsächlich ist gar noch rätselhafter geworden. Den alten Schriften zufolge sind die Artefakte, den Göttin aber das ganze Land verstreut. Du solltest sie also auf diesen weisenden Himmel schicken. Sag mir Bescheid, wenn du etwas mehr darüber herausgefunden hast. Alles klar. Jetzt gehen wir auf jeden Fall auch runter hier. Da ist auf jeden Fall nochmal ein so ein Teil. Ich glaube, da haben wir auch den ersten Dungeon schon. Und noch so ein Teil. So, da können wir auf jeden Fall auch nochmal speichern. Der Tempel im Wald. Ist jetzt die Frage, ob man hier überhaupt speichern muss, um den nochmal zu bekommen. So, hier ist sonst nichts mehr. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ah, hier ist eine Tafel. Was steht da? Uah. Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Verdammte Dekoranas. Der vom Himmel herabstieg und schaut in den Himmel und durchschießt den Stern, den Vogelschwingen im Weisen. Hä? Da weiß ich noch, da habe ich damals richtig lange gebraucht. Denn hier oben ist nämlich so ein Ding, was man abschießen muss. Da habe ich damals so lange gebraucht, bis ich das gesehen habe. Aber wir kommen auf jeden Fall in den ersten Dungeon in diesem Spiel. Ich habe richtig Bock drauf.
Oh, auch wieder sehr unheimlich gemacht. Und ich finde das eben auch so cool, diese kurzen Cutscenes, bevor man einen Tempel betritt. Hier haben wir auf jeden Fall den ersten Dungeon. Der Tempel des Himmelsblicks. Wird unser erstes größeres Rätsel in diesem Spiel beherbergen. Gebiet euch nehmen in diesem Tempel die Aura vieler Kreaturen wahr. Daher kann ich Zellas Aura nicht isolieren. Somit ist die Aura momentan nicht einsetzbar. Ich schlage vor, dass du dich umsiehst, um dir einen Überblick zu verschaffen. Gut, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir hier weiter. Bleibt gespannt. Wir befinden uns jetzt im ersten Dungeon. Bis dann und ciao.